Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier erkläre ich dir den Dreisatz. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, kommen wir zum Dreisatz und da gibt es zwei verschiedene, ich nenne es mal Typen. Und zwar einmal den proportionalen Dreisatz und den antiproportionalen Dreisatz. Beides zeige ich dir jetzt gleich in diesem Video, also was man bei den jeweiligen beachten muss und wo der Unterschied liegt. Los geht's! So, fangen wir mal mit einem einfachen Beispiel zum proportionalen Dreisatz an. Zwei Packungen Äpfel kosten 4 Euro, was kosten 6 Packungen? Das könnte man jetzt hier noch relativ einfach auch im Kopf ausrechnen, aber hier soll ja einmal gezeigt werden, wie der Dreisatz funktioniert, damit ihr das dann auch für schwierigere Aufgaben hinbekommt. So, Dreisatz bedeutet folgendes, man hat drei Zeilen, mit denen man die Aufgabe löst. In der ersten Zeile steht die Ausgangsinformation, und zwar zwei Packungen Äpfel kosten 4 Euro. Das heißt, ich mache mal einen Strich hier und hier stehen zwei Packungen, 4 Euro. Die Idee beim Dreisatz ist, dass man hier auf ein Stück umrechnet. Also im Moment haben wir zwei Packungen Äpfel und wir wollen jetzt wissen, was eine Packung kostet. Um von 2 auf 1 zu kommen, müssen wir durch 2 teilen. Durch 2. So, wenn ich das auf der linken Seite mache, muss ich das auch auf der rechten Seite machen. Das heißt, der Preis ebenfalls durch 2. 4 Euro durch 2 sind 2 Euro. Das heißt, wir wussten von Anfang an, dass 2 Packen Äpfel 4 Euro kosten und dann kostet eine Packung Äpfel 2 Euro. Und jetzt war die Frage, was kosten 6 Packungen? 6 Packungen. Um von 1 auf 6 zu kommen, müssen wir mal 6 rechnen. Mal 6. Das mache ich jetzt auch hier drüben. Mal 6. Das heißt, die Menge der Apfelpackungen versechsfacht sich und der Preis dann auch. 2 Euro mal 6 ergibt 12 Euro. 6 Packungen Äpfel kosten 12 Euro. Und hier sind 3 Zeilen, also 3 Sätze, daher heißt das Ganze Dreisatz. In der ersten Zeile steht die Ausgangsinformation. Also 2 Packungen Äpfel kosten 4 Euro. In der zweiten Zeile steht, was ein Stück davon kostet. Also in dem Fall eine Packung Äpfel. Und in der letzten Zeile rechnen wir hoch auf die Anzahl, die gesucht ist. Also 6 Packungen, was kosten diese? Daher hier erst einmal von 2 Packungen auf eine durch 2. Dasselbe beim Preis. Und dann von einer Packung hochrechnen auf 6 Packungen, also mal 6 und auch mal 6 beim Preis. Also 6 Packungen Äpfel kosten 12 Euro. Machen wir noch ein Beispiel. Und zwar ein Rezept ist für einen Kuchen ausgelegt bei 4 Personen. In der Anleitung steht, dass bei 4 Personen 500 Gramm Mehl benötigt werden. Ihr möchtet jedoch mehr Kuchen machen, sodass dieser für 7 Personen reicht. Also 4 Personen sind 500 Gramm Mehl und ihr wollt allerdings den Kuchen für 7 Personen machen. So, 4 Personen, 500 Gramm. Jetzt rechnen wir erst einmal auf ein Stück runter, also auf eine Person. Um von 4 Personen auf eine Person zu kommen, müssen wir durch 4 rechnen. Das machen wir dann auch mit der Menge Mehl. Durch 4.
500 Gramm durch 4 sind 125 Gramm. Also für eine Person brauchen wir 125 Gramm. Jetzt wollen wir allerdings für 7 Personen, also das Siebenfache. Mal 7. Die 125 Gramm auch mal 7. Und 125 Gramm mal 7 sind 875 Gramm. Also auch hier Dreisatz verwendet. In der ersten Zeile die Ausgangsinformationen, 4 Personen, 500 Gramm Mehl. Wir rechnen runter auf ein Stück, also auf eine Person, durch 4. Das heißt, die Anzahl der Personen durch 4 und auch die Menge von 500 Gramm durch 4. Eine Person sind dann 125 Gramm. Wir wollen das Ganze allerdings für 7 Personen haben, also das Ganze nochmal mal 7 auf beiden Seiten. Und dann erhalten wir, dass wir für 7 Personen 875 Gramm benötigen. So, in der Schule lernt man sowohl den proportionalen als auch den antiproportionalen Dreisatz kennen. Beim proportionalen war es so gewesen, je mehr, desto mehr. Je mehr Äpfel ich kaufe, desto mehr muss ich bezahlen. Wenn ich für mehr Personen Kuchen backen möchte, brauche ich auch mehr Zutaten. Beim antiproportionalen Dreisatz ist es umgekehrt. Hier gilt, je mehr, desto weniger. Und um das zu verstehen, rechne ich dir gleich mal ein Beispiel vor. Nehmen wir als Beispiel einmal Folgendes. Und zwar eine Lagerhalle ist mit Wasser vollgelaufen. Und den Betreiber der Halle stört das. Deswegen soll jetzt die Feuerwehr oder ein Unternehmen das Wasser aus der Halle rauspumpen. Die Information, die gegeben ist, lautet: Zwei Pumpen brauchen 3 Tage, um eine Lagerhalle von Wasser zu befreien. Wie viele Pumpen werden benötigt, um es in 12 Stunden zu schaffen? Also der Betreiber will, dass das Wasser schneller draußen ist. So, 2 Pumpen brauchen 3 Tage. Also in 3 Tagen schaffen es, es gelingt mit 2 Pumpen. So, 3 Tage dauert es mit 2 Pumpen. Jetzt ist es so, wenn ich mehr Pumpen einsetze, dann geht das Ganze schneller. So, ich will die Anzahl der Tage kleiner bekommen. Und zwar erst einmal will ich wissen, was ich an Pumpen brauche, um es in einem Tag zu schaffen. So, beim antiproportionalen Dreisatz ist es so, hier muss man das Ganze umgekehrt denken. Das heißt, von 3 Tage auf 1 Tag, das ist durch 3, also eine Drittelung der Zeit. Wenn ich jetzt sage, 2 Pumpen durch 3, ist das natürlich Quatsch. Denn wenn ich 2 durch 3 rechne, also davon mal abgesehen, dass eine Bruchzahl rauskommt, würde das ja bedeuten, dass weniger Pumpen bei rauskommen. Allerdings, wenn ich das Ganze in weniger Zeit schaffen will, dann brauche ich mehr Pumpen. Also rechne ich nicht durch 3 wie auf der linken Seite, sondern mal 3. Mal 3. Ein Drittel der Zeit bedeutet das Dreifache an Pumpen. Also anstatt 2 Pumpen brauche ich 6 Pumpen. Beim proportionalen Dreisatz war es so gewesen, hier durch 3 und dann hier durch 3. Aber das macht ja keinen Sinn. Also wir wollen die Zeit dritteln, also müssen wir die Anzahl der Pumpen mal 3 machen. Jetzt sagt allerdings der Lagerhallenbetreiber nicht in einem Tag, sondern das Ganze soll in 12 Stunden geschafft werden. 12 Stunden ist ein halber Tag. Ein halber Tag. Also noch einmal eine Halbierung der Zeit. Halbierung bedeutet durch 2. Von einem Tag auf 0,5 Tage, das ist durch 2. Und das heißt, wir brauchen jetzt das Doppelte an Pumpen, also mal 2. Um es nicht in 24 Stunden, sondern in 12 Stunden zu schaffen, also eine Halbierung der Zeit, bedeutet eine Verdopplung der Pumpen. Also anstatt 6 Pumpen, 12 Pumpen. Das Ganze jetzt nochmal zum Mitdenken. 3 Tage dauert es mit 2 Pumpen.
Wenn die Halle schneller von Wasser befreit werden soll, brauchen wir mehr Pumpen. Also in weniger Zeit soll das Ganze passieren, also brauchen wir mehr Pumpen, die das Wasser rauspumpen. Wir rechnen also erst einmal von 3 Tage auf 1 Tag runter. Das ist ein Drittel der Zeit und bedeutet eine Verdreifachung der Pumpen. Und jetzt soll es noch schneller gehen, anstatt in 24 Stunden, also an einem Tag, an einem halben Tag soll das Ganze passieren. Also eine Halbierung der Zeit bedeutet noch einmal eine Verdopplung der Pumpen. Also in einem halben Tag schafft man es mit 12 Pumpen. Du möchtest den Dreisatz noch ein bisschen üben? Dann schau mal unter dieses Video. Dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach dir einmal selbst, dann wirst du fitter in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.